Ich hab's geschafft, Bruder. David! Du hast mich blockiert! Sauber. Mann, David! Ja, wo ist sie denn? Hey, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft zusammen mit David. Da gibt's doch gar keine Zombies. Hobby Pigman. So. So, ich muss jetzt hier erstmal wieder runter. Ich dachte, ihr hättet jetzt den Spawn umgebaut. Ja, wir sind gerade dabei. Ja. Was hat das damit zu tun? Weiß ich nicht. Weil du gerade da warst und jetzt bist du da oder so. Ja, weil ich gerade Level farme, damit ich endlich meine Schaufeln reparieren kann. Weil ich verbrauche die ganze Zeit jede Folge 2 Schaufeln. Aus Diamant. Verzaubert. Ich möchte die Verzauberung nicht verlieren. Also muss ich die reparieren. Jetzt muss ich mir erstmal wieder Schneebälle aus dem Oberwald holen, was ziemlich dumm ist. Oh Mann. Heißt, wir machen jetzt einen kleinen Umweg. Wer soll heute gewinnen, eurer Meinung nach? Also, wen wünscht ihr es? Ja, Frankreich. Weil, echt? Ja, weil Deutschland jetzt nicht. Nein. Wenn Frankreich aber gewinnt, haben wir gegen den EM-Gewinner, Europameister. Europameister, Junge. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ja, ich hab doch gerade Europameister nicht verbessert. Ich hab gerade das Wort gesucht. Weil gegen den Europameister, haben wir gegen die Europameister verloren. Das ist doch wohl besser, als wenn wir gegen so eine Lucky-Mannschaft verlieren. Es ist so oder so beides Lucky-Mannschaften. Lucky, hab ich gesagt. Ja, es sind auch Lucky-Mannschaften gewesen. Ja, das auch. Boah, Portugal, ey. Die haben halt die ganze Zeit... Die haben die ganze Zeit... So weil ich hasse knapp immer Frankreich. Gewonnen. Aber die haben immer so knapp gewonnen. Aber Frankreich auch verrecken. Die haben doch die ganze Zeit... Ich wundere mich auch, wieso Deutschland noch... Frankreich noch nicht den Krieg erhält. Die haben zwar nicht einmal verloren, haben doch irgendwie mehrmals unentschieden gespielt bei ihren Dingsbums da. Wer? Spiel. Portugal. Ja, nur durch Glück, weil durch Elfmeterschießen haben die gewonnen. Ja eben, dann haben sie doch nicht verdient. Mehr als Frankreich. Mehr als Frankreich, ehrlich. Das Spiel hat mich so aufgeregt. Ja. Auch. Ich will, dass Frankreich bin. Junge, du magst selber keine Franzosen. Wer sagt das denn? Hast du oft genug gesagt? Das hab ich doch nie gesagt. Doch, das ja, hast doch, du sagst jedes Mal nach der Aufnahme. Nach jeder Aufnahme. Ist so einfach so, wir reden über irgendwie Golf, haben wir so, boah, Alter, aber ich hasse Franzosen, ne? Ja, genau, das machst du. Nee, ohne Spaß, das hab ich noch nie gesagt. Ja, genau, jetzt sagst du das natürlich. Was hab ich das denn gesagt? Nein, das hast du zu mir auch gesagt, Mann. Nein, wirklich, das ist wirklich wahr. Nein, ich wüsste nicht, dass ich das jemals gesagt hätte. Wann denn? Hast du gesagt, du magst die Sprache und die Leute nicht. Nein! Mir ist gerade aufgefallen, dass man nach oben gar nicht schlagen kann. Guck mal, David, guck mal in die Kiste. Wenn du kannst rechts auf den Steg gehen, dann kannst du in die Kiste gucken. Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn man... What the fuck, die Kiste ist so erfüllt. Da sind die ganzen Schwerter. Ja, ich hab schon viele Schwerter weggeworfen. Ach so, dass da was drauf liegt. Ja, die hab ich weggeworfen, weil das halt normale Goldschwerter waren. Braucht ja keiner. Ja? Oh nein. Nochmal. Mir ist aufgefallen, dass man gar nicht nach oben schlagen kann. Ja, hab ich gerade auch gesehen. Wir müssen die ganze Zeit lassen. Übrigens ist mir aufgefallen, dass wir den Zombie-Pigman nicht genug in die Mitte gebaut haben. Wir sollten den Zombie-Pigman eigentlich hier quasi in unsere Base eigentlich bauen. Oh Gott, du Mama! Könnt ihr jetzt eigentlich rüberspringen zu mir? Hallo? Rüber zu mir? Ey, die sterben jetzt alle da vorne! Was haben wir nicht gemacht? Ja, der Zombie-Pigman hier müsste eigentlich in die Mitte. Hä? Ich hab schon wieder dumm. Zombie-Pigman. Aha! Sollen die Mitte. Was ist es? Der Zombie wird mit zum Abwerfen mit in die Mitte. Hier habe ich irgendwas gefailt. Hey, der kommt da hin, ist doch richtig. Ja, aber die springen nicht rüber. Warum springen die nicht hier drüber? Guck sie an. Was bist du schuld? Ich hab. Nee, die sind hier eigentlich mal rübergesprungen. Jetzt gerade aber auch nicht. Ich glaube, die alle da. Ich hab keinen blassen Schimmer. Wäre kein Platz vielleicht drüber? Doch, ist. Hab ich gerade extra überprüft. Nee, jetzt geht's rüber. Hä? Das haben die überarbeitet an der KI, willst du jetzt komplett verarschen? Die hat gestern noch funktioniert. Ich sag doch, dass das funktioniert nicht mehr in der Version. Doch, hat ja. Das hat doch gestern noch funktioniert. Ja, aber dann. Was? Ich schlag ihn einfach die ganze Zeit auf die ein. Ich brauch auch Level.
Ja, wie viel hast du? Du hast noch mehr. Du hast schon recht viel. Ja, ich brauch einen halben Level. Ja, okay, warte. Ich möchte dich gerade irgendwie klein dezimieren, damit die Tasche drüber springen gleich. Eigentlich dürfte das nicht so sein. So, ich guck jetzt Fußball nebenbei. Okay. Also stimmt, ich spiele ja jetzt wie heute, lol. So, Fletch. Oh, das ist jetzt schon. Oha, der Stream läuft flüssig und mein Ping ist nicht mehr so kacke. Ich hab's geschafft. David! Du hast mich blockiert! Sauber. Mann, David! Oh, Mann, David! Rage-Quiz! Jetzt liegen wieder alle meine Sachen komplett verstreut im Nether rum. Schön, das ist doch nicht wahr, Mann. Warum springst du denn da oben hoch? Ich greife immer deine Level, ne? Nee, warte, ich brauche ihn. Alter, die brauche ich. Da du bist so gut. Oh, Mann. Was bist du auch gerade gesprungen? Ich wollte halt wegspringen. Oh, hier sind noch mehr Level auf dem Boden. Wie so ein Viereck sind die angeordnet. Nein. Ja, dann lass die doch. Die kannst du auch jetzt lassen, du brauchst doch keine mehr. Ich brauch die Level, um da weiterarbeiten zu können. Ey, hier liegen Enderperlen. Was macht Sinn, auf Schuppen zu verzaubern? Schuppen? Schuppen. Nein, welches Level? 30? Was wird da jetzt eingesammelt? Alter, ja, ich hab... Julian! Was ist los? Welches Level lohnt sich ja meistens zu verzaubern für Schaufeln? Ja, alles Level 30, immer. Weiter, kommt noch was. Das war's, mehr nicht. Jetzt der Rest liegt da oben. Wie geht's, wenn du noch nichts anderes mehr hast? Ich hab nichts mehr. Okay. Ich hab nichts mehr. Haben wir im Lager einen Amboss? Ja. Da müssen wir demnächst die neue Enderman-Farm bauen, Julian. Boah, mal ohne Spaß, Mann, das hier müssen wir echt... Oh, wie kann ich hier eigentlich jedes Mal sterben, obwohl es eigentlich safe ist? Das heißt, wir müssen demnächst die neue Enderman-Farm bauen, Julian. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich möchte hier unten eigentlich mal überall Heuballen, müsste ich mal hinlegen. Eigentlich, wenn man... Kriegt mal weniger Fallschaden. Nur 10% des Fallschadens. Oha, voll krass. Ja. Wusste ich gar nicht, ist also das neu? Das ist schon recht lange drin, aber es ist halt recht unbekannt, die Sache. Aber die Sache ist, ich bin mir nicht, ob der Wert wirklich stimmt von 10%, weil das wäre total krass. Ich meine, du könntest fast gar nicht sterben aus Höhen, wenn du full life bist. Wenn du noch Federfallschuhe hast. Ja, wenn du Federfallschuhe hast, bist du quasi unsterblich von Höhen. Ich glaube, das ist zu krass. Ich glaube nicht, dass es wirklich so hoch ist. Ich hab nicht alles. Mir fehlt, was fehlt mir? Mir fehlt. Nee, Essen habe ich, mir fehlen die Pfeile. Also, du warst wahrscheinlich die Pfeile aufgesammelt, Arbeit, ne? Ich hab keine Pfeile. Hä? Fuck. Ich lag mir noch egal. Oh man. So unnötig. Aber ich wollte in Nether theoretisch eh nochmal die Farm so ein bisschen schöner machen. Und ich wollte die Leiter sicherer machen. Der sieht einfach aus wie ein Nazi. Wie Hitler. Wer? Ja, scheiß Griezmann. Ne, David? Ach ja, ich muss ja verzaubern, nicht so anders. Warum springen die nicht darüber? Ey, fuck, ich hab... Ach, ist da Lapis dazu? Dann kloppen wir mal wieder. Nicht verarschen. Teuer. Warum ist das so teuer? Ist das gut, Endlich sind wir wieder Unsamkeit 3, Haltbarkeit 3. Ja. Ja. Du warst ziemlich gut. Wenn du Hustigkeit auch noch drauf... Ey, nee, jetzt hat sich Ronaldo verletzt. Nicht verarschen. Was?
Nice. Hoffentlich kann ich noch rein, die Franzler. Ja, die sind eigentlich die bessere Mannschaft, aber die sollen trotzdem nicht gewinnen. Ja, scheiß Franzosen. Bitte, der muss spielen, der muss spielen, der ist die einzige Chance, die wir haben. Ohne den können wir gar nichts. Wow! Zeig mir keine Verzauberung an, scheiß Ding. Wow, Effizienz 4 ist da noch. Wow! Doch, der ist runter. Alter, nein, oder? Warte. Ich glaube, der braucht gerade eine Pause, der ist am Rand und wird verarztet. Ein bisschen. Was passiert genau? Also ja, der wurde so weggegrätscht und jetzt muss Eispray und so. Aber jetzt also kommt Standard. Der wieder. Ich glaube, der kommt wieder. Komm, jetzt haben wir Pikmin, ich bin schon Level 12. Ist jetzt zwar nicht so, wie es sein soll, aber es funktioniert trotzdem ganz gut in Level. Was war es jetzt von den Zombie-Pick, wenn hier ist nicht mehr so viel? Dann nicht mehr wieder 13 Level, sollte erstmal. Weil so viel reicht jetzt nicht, aber ein bisschen. Ich verstehe halt echt nicht, warum das nicht funktioniert. Die KI wirklich verbessert worden? Was verbessert? Die KI verbessert wurde von den Zeugen. KI? Pokémon. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen, weil die haben in letzter Zeit immer die KI verbessert. Ne? Die ja. Entwickler. Ich hoffe es einfach halt nicht. Echt? Das heißt, für ja. Level müssen wir jetzt entweder die Mob-Farm hier auf der Overworld nehmen oder wir müssen demnächst die Enderman-Farm bauen. Und die Enderman-Farm ist ultra effektiv. Oder die hier können wir vielleicht noch irgendwie doch umbauen, keine Ahnung. Ich denke nicht, dass sie hier ganz nutzlos ist. Hoffe ich nicht. Das wäre schon was? Das vierte Mal, dass wir eine nutzlose Mob-Farm bauen. Weil immer eine neue Version kam und dann. Wird das. Gibt's noch den Turm? Welchen Turm? Nee, oder? Den Turm, den in den zur Monsterfalle geht. Den über der Wasser. Ja, aus dem Wasser. Julian, die Enderman-Farm müssen wir gar nicht so doll ändern, ne? Müssen wir nicht? Wir müssen nur eine Plattform da oben drauf bauen, das war's. Und dieses Endermite dazwischen schieben. Fertig. Wir müssen Endermite dazwischen schieben, what? Endermans wollen Endermites killen. Endermans wollen Endermites killen? Ja. Das wusste ich gar nicht. Darauf basiert die neue Farm. Okay. Wie kriegen wir Endermite hin? Da ist eine große Plattform oben. Und in das Loch oben, wo die runterfallen. Also es ist wieder eigentlich wie die Goldfarm da, also die wir mal das erste Mal gebaut haben hier auf der Overworld. Fallen die dann runter und die kannst du dann einfach killen. Aber sind die Sachen, die wir da haben, noch überhaupt nützlich? Ja, wir müssen nur die Haken wegmachen, das war's. Okay. Also wir müssen sie nur umbauen, nicht neu bauen. Wenn du das sagst. Ja, guck dir doch einfach mal ein Tutorial an, weil ich glaube, Ayosa hat auch wieder eins dazu gemacht. Okay. Hast du Mayose? Ja, genau. Aber du hast auch Bio-LK, oder? Ja. Jawohl. Wen hast du in Bio? Männlich, weiblich? Die Dumme. Schwanger die. Ist. Ich finde die immer noch nicht schlimm. Ich finde die auch nicht schlimm, aber die die kann halt nicht wirklich unterrichten. Also da finde ich jetzt der Informatiklehrer aber ein bisschen schlechterer Lehrer. Ich finde es halt. Ja, klar. Hast du den Bio? Ja. Ja? Lennart. Den Mann, aber schon von Anfang an. Ach so. Boah, ja, der Wichser, ne? Der gibt mir einfach eine 3. Oh, Alter. Ich war ultra froh, ich habe eine 2 bekommen. Ich hab mich fast nie gemeldet. Ich habe eigentlich ganz gut mitgearbeitet und so. Ich hatte die Klausuren 2 plus und 3. Was krieg ich? Eine 3. Meint er zu mir, ja, du kriegst nächstes Jahr auf jeden Fall eine 2, aber ich will halt dieses Jahr, fand ich so, sollst nochmal eine 3 kriegen. Dafür hast du aber in Latein abgelackt.
Dass ich einen 3 krieg? Ja! Ja, ich habe halt einen Vortrag und so gemacht. Ja. Du weißt doch, dass die Klausuren total scheiße waren, oder nicht? Oder was? Ja, ja, 4 minus und 5 plus. Ja, eben. Alter, da warst du. 3. Also da hast du schon abgelangt. Geht. Ey, Lennart, wir haben einfach nur deinen Vortrag genommen, ne? Und den vorgelesen. Ich fand, das ist okay. Echt? Ja. Oha, voll gut. Ja, richtig nice. Ich würde erst mal sagen, das war's von der Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst ein Po drin da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.